Ein herzliches Willkommen zum großen Finale. Antholz hat sich noch mal richtig schick gemacht. Die Gemsen haben sich noch mal richtig versteckt. Und trotzdem haben unsere Kameraleute sie wieder einmal ausfindig gemacht. Hier in der fabelhaften Kulisse der Rieser Ferner Gruppe zwischen Toblach und Bruneck. Dieses Antholzer Tal. Es ist ein paradiesisches Fleckchen Erde. Heute scheint die Sonne hier neben dem Antholzer See. Und das sind neben den Deutschen wahrscheinlich die Favoriten des heutigen Tages. Maxim Zwietkow, der Startläufer des russischen Quartetts, hier zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Siegerpodest gewesen, im Verfolg als zweiter Platz. Die Russen ohnehin die ausgeglichensten im Moment. Wir sehen hier Ulainer Björndalen vor sage und schreibe 20 Jahren feierte er hier im Antholzer Tal seinen ersten Weltcupsieg. Mittlerweile hat er fast 100. Mehr hat kein einziger im gesamten Wintersport aufzubieten. Und die Franzosen, das ist hier Simon Foucault, ohne ihren Überflieger, ohne Martin Foucault. Auch bei Norwegen gibt es zwei interessante Veränderungen. Ohne Emil Hegde-Svensen und ohne Tarjei Bø. Der eine sagt, er sei nicht in Form. Der andere leidet ein bisschen unter Halskratzen. Beide haben sie heute Morgen gepasst. Das sind die Österreicher. Sven Grossecker gestern nicht am Start gewesen in der Verfolgung. Auch er hat sich für heute geschont, für die Staffel. Das deutsche Quartett mit allerbesten Aussichten, würde ich mal sagen. Erik Lesser, wie immer auf der Startposition, wie immer zuversichtlich, optimistisch. Und wenn er es nur annähernd so gut macht wie beim Massenstart in Ruppolding, dann muss uns nicht bange sein. 100 insgesamt werden wir heute sehen. 25 Staffeln nochmal zum Finale von Antholz. Grandioses, großes Prunkstück am Schluss dieser tollen Tage. Dann gibt es eine kleine Pause. Der nächste Weltcup ist dann in Übersee, in Kenmore. Da lassen zum Beispiel die Norweger um Ulainer Björndalen aus, um sich rechtzeitig dann in Schwung zu bringen für die Weltmeisterschaften zu Hause am Holmenkollen von Oslo. So, es wird ruhig in der großen Arena. Das ist auch eine Kunst, wenn 11.000 ganz dicht dabei sind. Denn der Renndirektor hat den Countdown eingeläutet. Erik Lesser in der mittleren Spur hinter Altmeister Ulainer Björndalen und gleich geht's los. Schöner hätte es auch kein Maler hinbekommen können hier. Dieses Bild zum Abschluss der Tage von Antholz. Da hinten der Antholzer See liegt ein bisschen im Schatten. Da oben der Staller Sattel, da geht es rüber nach Österreich. Da laufen sie schon mal rauf aus Trainingszwecken, die Athleten. 7 Kilometer Anstieg, da muss man ganz schön Puste haben. Aber die, die hier unterwegs sind, die sind alle bestens trainiert. Und haben sich noch mal voll konzentriert auf dieses heutige, abschließende, prestigeträchtige Staffelrennen. Mitte 1, das ist Maxim Zwietkow, der 24-jährige Russe aus Moskau, der uns erzählt hat, es sei ein unbeschreibliches Gefühl für ihn gewesen, erstmals auf dem Podium zu stehen. War Zweiter hier im Sprint, bescheidener Typ. Alles in Russisch gesprochen, hat einen eigenen Übersetzer dabei gehabt. Die meisten anderen versuchen sich hier schon auf der Pressekonferenz, auch in Englisch. Alle Deutschen übrigens nahezu perfekt, auch das zeugt von Qualität. Stichwort Deutsche, Erik Lesser zeigt mal, dass er auch anders kann. Wenn Sie sich mal zurückerinnern an Ruppolding, den Massenstart, da ist er in der ersten Runde aufreizend lässig am Ende des Feldes gelaufen. Hier setzt er sich nach vorn, versucht den anderen sein Tempo aufzudrücken. Wahrscheinlich das beste Mittel, sein Wohlfühltempel anzuschlagen und die anderen hinter sich zu wissen. Die Strecken hier, man muss es nicht extra erwähnen, wirklich hervorragend präpariert. Überall sensationell breit. Es ist kalt gewesen heute Nacht nochmal. Alles durchgefroren. Nur die Zuschauer nicht. Die sind warm schon vom Frauenstaffelrennen. Gewohntes Bild. Seit 2 Jahren diese Startsystematik. Es wird von Beginn an geskatet. Sie wissen, wenn Sie schon länger Biathlon-Zuschauer sind, das war auch mal anders. Da wurde zu Beginn erst einmal im Doppelstock-Shoot losgelaufen, das ist mittlerweile anders.
auf dieser ersten Runde naturgemäß nicht das allerhöchste Tempo, was angeschlagen wird. Es wird taktiert, jeder sucht sich ein Plätzchen, am besten relativ weit vorn, damit man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt. Und immer dann, wenn es hier die Berge raufgeht, gibt es diese kleinen Ziehharmonika-Effekte, ein bisschen Stau. Und da gab es schon mal den einen oder anderen Unfall. Zum Beispiel gestern der Österreicher Julian Eberhardt, der einen Kanadier über den Haufen fuhr. Brandon Green, der heute leider nicht mit dabei sein kann, der ein bisschen Rücken hat und heute deshalb auf die Staffel verzichten muss. Also auch das gibt's, kleine Unfälle, aber Gott sei Dank die absolute Ausnahme hier beim Biathlon. Die Strecken und der Schießstand, hier die höchstgelegenen im gesamten Biathlon. Winter, 1600 Meter hoch, heute schon der dritte Wettbewerb für die meisten hier und das schlaucht dann irgendwann schon. Da ist man ganz froh, wenn es auf dieser ersten 2,5 Kilometer Schleife nicht ganz so forsch zur Sache geht. Weit auseinandergezogenes Feld. Oftmaliger Wechsel übrigens von Licht und Schatten, aber bei den Temperaturen und bei der Schneebeschaffenheit für die Wachstechniker kein Problem. Hier sollten eigentlich alle bestens zurechtkommen. Haben Sie es gesehen? Da hat gerade der Zwetkow den rechten Stock weggeworfen. Der war offenbar gebrochen oder im Gewimmel hier zu Bruch gegangen. Hat er sofort einen neuen bekommen. Rechte Seite, noch ist er nicht in den Schlaufen, aber gleich, wenn er hier auf der Abfahrt ist. Im Moment der 3, 4, 5, 6 Platzierte. Überall rundherum stehen Betreuer, stehen Helfer und er hat sofort einen neuen Stock bekommen. Es dürfen beide Stöcke ausgewechselt werden, wenn es mal einen Crash gibt, aber nur ein Ski. Soweit jedenfalls das Regelwerk. Wenn man herrlich steigern könnte, dann wäre es diese Abfahrt hier auf der Huberalm und dann, wer sich das ausgedacht hat, muss auch ein extra Denkmal bekommen, dieses herzförmige Zuschauer angeordnet sein. Und mittendrin die Möglichkeiten zum Einkehren. Und hier sehen Sie mal, was vorhin gemeint war mit dem Stau an den Anstiegen. Wenn man ganz hinten dran ist, verliert man jedes Mal Zeit und Rhythmus und muss neu Tempo aufnehmen. Das geht dann natürlich auch in die Oberschenkel. Traditionell diese kleine Schussfahrt, dann der kleine Anstieg, bevor es zum Schießen in Antholz geht. Die Italiener übrigens sagen, sie hätten eigentlich gar keinen Heimvorteil, denn wenn sie hier trainieren, ist die Anfahrt zum Schießstand ganz anders präpariert. Da kommt man aus einem Flachlauf und insofern kann man das gar nicht so richtig simulieren, aber wenn man wirklich will, dann kann man alles simulieren. Praktizieren fast alle Nationen, vor allen Dingen vor den Weltmeisterschaften. Jetzt also erstes Schießen dieser Staffel, jede Staffel auf die Bahn, die der Startnummer entspricht. Deutschland mit Erik Lesser also auf Bahn 5. Kein Wind, nahezu Laborbedingungen im Antholzer Tal. Ja, einfach wunderbar, gut zu hören. Erik Lesser hat alles getroffen. Aus 11.000 Kehlen wurde er hier angefeuert und vorn Maxim Zwetkow, der hat Probleme. Kam auch als Letzter, haben Sie gesehen, begann als Letzter mit dem Schießen, muss hier einmal nachladen. 3 Nachladepatronen hat jeder Schütze, das wissen Sie. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass sie vor dem Schießen abgelegt werden müssen, sondern sie sind am Schaft befestigt. Je nachdem, wo es dem Schützen am besten gefällt, dafür gibt es keine Vorschrift. Alles dicht beieinander. Es wurde wirklich sehr, sehr gut geschossen. Ich glaube, das kann heute auch nicht anders gehen. Wer sich heute eine Strafrunde leistet, hat ganz, ganz schlechte Karten, am Ende vorn zu sein bei diesen Bedingungen. Und das der Verfolgungs- und Staffelweltmeister von Kontiolahti, Erik Lesser und seine erste Serie. Das Glück ist mit dem Tüchtigen dreimal auf den Rand, mein lieber Mann. Und Benedikt Doll, der Einzige, der sich ordentlich was auf die Ohren geben lässt vor den jeweiligen Rennen in der Aufwärmzone, macht sich selbst immer eine Playlist. Ja, mit Verzögerung mit dem Schießen begonnen, dann musste er einmal nachladen. Der junge Maxim Zwetkow, noch ein sehr
unbedarfter, unerfahrener Athlet. Große Aufgabe, die ihm Rico Groß hier heute aufgebürdet hat, aber wie schon des Öfteren erwähnt, nur wer sich große Ziele setzt, schafft auch Großes. Zvetkov ein bisschen zurück hinter den führenden Kanadiern. Die Russen auf Platz 16 mit einem Rückstand von 15,6 Sekunden. Alles noch ganz, ganz dicht beieinander. Nur Korea und Großbritannien haben tatsächlich einen richtig großen Rückstand. Die Koreaner mit einer Strafrunde, die Briten mit dreien. Da ist schon nicht mehr viel zu löten. Erik Lesser hat das glänzend gemacht, hat auch eine brillante Ausgangsposition hier hinter dem führenden Kanadier Christian Gau. Dessen Bruder Scott übrigens heute Schluss läuft, weil der vorhin angesprochene Brandon Green sich ein bisschen den Rücken verstaucht hat gestern bei dem Sturz, bei dem Crash mit Julian Eberhardt, dem Österreicher. Erik Lesser in Staffelrennen eine absolute Bank, auch wenn es hier in den Tagen von Antholz nicht so nach Plan lief. Nur 34. im Sprint, dann gestern guter Verfolger, nach vorn gelaufen auf Rang 18. Ah, Erik! Guter Auftakt! Sehr schön so! Das war die forsche Stimme von Andreas Stitzel, dem 42-jährigen Traunsteiner, dem deutschen Co-Trainer, der übrigens mal Europameister war mit einer deutschen Staffel im Jahre 2002 im finnischen Kontiolahti, damals noch mit Andreas Birnbacher zusammen, Stichwort Birnbacher. Der ist heute nicht mit dabei, obwohl er gestern ein so tolles Verfolgungsrennen hingelegt hatte. Vielleicht erinnern Sie sich, von Rang 41 auf nach 14 nach vorn geprescht. Jetzt ist er nach Hause geprescht, ist schon bei der Familie. Vielleicht schon in der nächsten Woche ist es dann soweit, er wird zum zweiten Mal Papa. Also momentan geht die Familie vor und in Sachen Staffel geht Erik Lesser vor. Erik Lesser, einer der Staffelweltmeister. Drei aus dieser Staffel heute mit dabei. Nur Daniel Böhm, der fehlt. Der ist zu Hause in Deutschland und trainiert. Ist auch nicht im IBU Cup unterwegs. Hier diese herrlichen Kurven. Passler Schikane auf der Huberalm. Überall zahlreiche Zuschauer. 6.000 oder 7.000 sollen es heute auch noch mal auf der Strecke sein. Einfach großartig, dieses Herz aus Menschen. Übrigens tolle Staffeltradition auch in der Familie Lesser. Opa Axel war Vize-Weltmeister. Viele, viele Jahre ist es her. Und dennoch immer wieder einer, der den einen oder anderen guten Tipp zur Hand hat. Mit der 1 hier rechts am Bildrand, der Russe Zvetkov, der also ein bisschen Boden gut machen musste. Lesser macht das wirklich sehr gut. Links hinten mit der 10, das ist der Slowene Jakub Fak. Und mit der 8 Christian De Lorenzi, der momentan wahrscheinlich stärkste Italiener neben Lukas Hofer. Da haben wir Mark Kirchner gesehen, selbst zweimal Olympiasieger mit deutschen Staffeln. 1992 in Les Saisies und 94 in Lillehammer. Da war Erik Lesser noch unter den Jahren. Stehenanschlag. Zweites und letztes Schießen des Startläufers. Das ist einfach großartig, das ist überragend, als wenn diese Projektile überhaupt nicht daneben fliegen könnten bei Erik Lesser. Zweimal mit Fünfen, alles weiß gemacht.
Aber auch die anderen hier, Kasachstan, Slowenien, Italien, ähnlich gut am Schießstand. Relativ wenig Fehler, nur bei Tschechien, Finnland und der Schweiz und Österreich. Überraschenderweise bei Sven Grossecker jetzt auch zweimal Nachladen angesagt. Das ist der Schweizer Serafin Wiestner hier im Vordergrund. Der wird jetzt sogar eine Strafrunde eilen, wenn er nicht trifft. Gerade nochmal verhindert, auch die Franzosen sind durch. Der Startläufer Simon Foucault. Erik Lesser jetzt 5 Sekunden vor dem Esten René Zackner. Auch das Besondere am Biathlonsport. Da sind immer wieder neue Namen, neue Gesichter mit in vorderer Linie zu sehen. Wie vorhin bei den Damen Schwedens Staffel, die sich bis ganz zum Schluss ganz, ganz vorn hielt. Am Ende dann 6. wurde. 3,8 Kilogramm schwer übrigens die Waffe von Erik Lesser. Ein bisschen schwerer, als sie sein muss. Und schon mal die Faust. Kirchner seinem Heimtraining. Der Stützel draußen auf der Strecke und Sie wissen, das ist schon mal eine kleine Bank, auf der man sich zwar noch nicht ausruhen kann, sprich Benedikt Doll muss trotzdem 100% geben, aber so ein kleiner Vorsprung und ich denke mal, den könnte Erik Lesser sogar noch ein bisschen ausbauen, bis hin zum ersten Wechsel. Dahinter die Überraschung mit der 16, Jan Savitzky aus Kasachstan. Hier mit der 8, das war der Italiener Christian De Lorenzi. Die Italiener rechnen sich natürlich einiges aus. Dann Ulleinar Bjørndal in der Norweger. Dann erst Sven Grossecker. Die Österreicher wollen unbedingt aufs Podium heute. Also Top 3 ist angesagt. Da wollen auch die Franzosen hin. Die Norweger, die Russen und natürlich Erik Lesser und Co. Der 17. da immer noch der Erste mit dabei. Wahrscheinlich werden seine Mannschaftskameraden diese tolle Platzierung nicht halten können. Was die Norweger heute zu leisten imstande sind, da bin ich gespannt. Ulleinar Bjørndalen hinkt momentan seinen Ansprüchen ein bisschen hinterher und heute auch der Spitze. Genauso wie Maxim Zwiertkow, schon 25 Sekunden Rückstand für die Russen. Richtig gut für Erik Lesser hier. Vorsprung ausgebaut von den anderen. Schau, dass der jetzt mal dran bleibt. Genau wie vorher. Genau wie vorher. Jetzt mal dran. Auf, auf. Zum ersten Mal mit einer WM-Medaille in einer deutschen Staffel 2013 in Novi Mesto. Da gab es Bronze. Silber dann in Sochi bei den Olympischen Winterspielen und die Steigerung Gold bei den Weltmeisterschaften 2015 in Kontiolahti. Klasse Bild, hier das Duell Zwiertkow und Grossecker, der sich gestern, wie vorhin schon mal erwähnt, geschont hat für diese heutige Staffel. War im Sprint sehr weit hinten angekommen und gestern da nicht angetreten. Simon Foucault, den wir hier gesehen haben, der ist gestern ausgestiegen, auch um sich für heute zu schonen. So richtig hat das nicht gefruchtet. Mit der 13 die Tschechen, da waren die Frauen heute Zweite. So weit nach vorn geht es für die Männer nicht, da bin ich ganz sicher. Benedikt Doll sehr zuversichtlich. Beste Saisonresultate in diesem Winter gleich zu Beginn in Östersund. Einmal Fünfter, einmal Sechster. Er hat lange auf sich warten lassen mit seiner Topleistung. In Ruppolding war es dann soweit, als er allen ein Schnippchen schlug, als er den Massenstart gewann. Und danach hat sich die Konkurrenz nahezu überschlagen vor Komplimenten. Viele Gratulanten, viele, die sich bei ihm gemeldet haben und gesagt haben, das war absolut grandios, was du da gemacht hast. Slowenien auf Platz 2. Jakub Fak und hier mit der 2, das ist Ulleinar Bjørndalen, wird in ein paar Tagen 42 Jahre alt. Vanessa Hinz haben wir dann noch ganz kurz gesehen, die Erik Lesser hier angefeuert hat. Der ist zum letzten Mal an der Huberalm und sieht jetzt schon drüben die Wechselzone. Also Deutschland wird hier als erste Nation wechseln. Dann kommen die Slowenen mit Jakub Fak, die werden die gute Position mit Sicherheit auch nicht halten können. Genauso wenig wie Kasachstan und Estland, die hier noch ganz vorn sind. Dann die Norweger.
wenn Sie sich jetzt erst eingeschaltet haben sollten. Ohne Emil Hecke-Svensson, der sagt, ich bin nicht gut in Form, ich bin nicht gut genug für diese Staffel. Das hier Benedikt Doll. Er wartet auf Erik Lesser. Thüringens Sportler des Jahres 2015, Erik Lesser. Der Doppelweltmeister von Kontiolahti hat wieder mal gezeigt, auf ihn ist Verlass als Startläufer. Das war eine richtig gute Schleife. 7,5 Kilometer sind rum, zweimal geschossen, alles getroffen, keinen einzigen Nachlader gebraucht. Und jetzt gibt es einen Vorsprung mit auf die zweite Runde für Benedikt Doll. Dann kommt Jakob Fack, der allmählich besser in Schwung kommt in dieser Saison. Italiener, die Großes vorhaben am heutigen Tag. Die beiden Besten gleich vorn, De Lorenzi auf Hofer. Halt, erst warten auf den Körperkontakt, das waren die Amerikaner, Lowell Bailey auf Tim Berg. Die beiden Freunde, auch da die Stärksten auf 1 und 2. Jetzt erst der Wechsel für Frankreich, Simon Foucault scheint sehr, sehr müde und ausgepumpt. Fast 40 Sekunden der Rückstand. Der Franzosen Quentin Fillon-Maillet ist unterwegs. Erik Lesser ausgepumpt, aber mit einer klasse Leistung. 7 Sekunden Vorsprung auf Slowenien. Von insgesamt 25 Staffeln 16 innerhalb von 47 Sekunden. Das nenne ich mal Ausgeglichenheit. Die Weltspitze rückt immer dichter zusammen. So, Benedikt Doll ist unterwegs, startet für die Skizunft in Breitenau. Meist gibt es da zu Hause auch Public Viewing im Naturfreundehaus. So war es auch bei den Weltmeisterschaften, wo er unverhofft zu einigen Einsätzen kam, weil damals Andy Birnbacher erkrankt abgereist war. In etwa so auch heute. Wie vorhin erwähnt, hatte gestern leichtes Halskratzen der Andy Birnbacher. Aber auch weil die Frau schwanger ist, ist er nach Hause gefahren. Und deshalb heute auch Benedikt Doll für den gestern groß auftrumpfenden Andy Birnbacher. Erik Lesser hier im Bild. Klasse Vorstellung auf der ersten Schleife. Ja, Lukas Hofer macht hier Boden gut, versucht heranzulaufen an Benedikt Doll und dann die Norweger. Mit dem neuen Mann, Lars-Helge Birkeland, der für Emil Hecke-Svensson in die Staffel kam. Die Österreicher im Moment ein Stück zurück, da ist jetzt Julian Eberhardt an der Reihe. Ihr Laufstärkster, aber der größte Wackelkandidat, was das Schießen anbelangt. Und Hofer schon dran an Benedikt Doll, der immer mit diesem typisch wackelnden Kopf läuft. Hofer hinter dir, dann kannst du ja drum bleiben, wenn er angreift. Dein Tempo, nicht überziehen jetzt, komm ab! Ja, mal ins Hochdeutsch übersetzt. Hofer ist hinter dir, du kannst ja dranbleiben, wenn er vorbeiläuft. Benedikt Doll übrigens in Oberhof in der Trainingsgruppe von Erik Lesser bei Marc Kirchner. Auch wenn er aus Titisee-Neustadt stammt und zwischen Breitenau und Hinterzarten zu Hause ist, ist auf eigenen Wunsch 2012 nach Oberhof gewechselt, wollte dort in der Trainingsgruppe starke Konkurrenz, da ist ja auch Arndt Peiffer und da ist auch Daniel Böhm. Nochmal der Wechsel der Franzosen, rechts hat er ihn erwartet, links ist er vorbeigelaufen. Es muss einen klaren Körperkontakt geben. Ups, war auf der anderen Seite aber deutlich zu sehen. Mit Handzeichen der Kampfrichter angezeigt. Deshalb alles regelmäßig. So, keine Überraschung. Lukas Hofer hier vor eigenem Publikum. Sehr motiviert, sehr ehrgeizig. Vorbeigelaufen an Benedikt Doll. Und der versucht, wie Andi Stitzel ihm geheißen und geraten hat, da dran zu bleiben. Lukas Hofer, dessen Saison noch nicht so richtig nach Plan lief. Der hier vor 2 Jahren seinen ersten und bislang einzigen Weltcup-Sieg feierte. Zeitgleich mit Simon Schemp in einem Sprintrennen. Die nächsten sind da, immer noch Kasachstan mit Maxim Braun. Noch ein völlig unerfahrener neuer Mann.
wird sicherlich gleich ein bisschen abreißen lassen müssen, wenn es zum ersten Mal zum Schießen geht. Lukas Hofer hier vorne. Hat angekündigt, in diesem Winter werdet ihr einen anderen Lukas Hofer erleben. Für ihn soll es in diesem Jahr tatsächlich Treffer vor Zeit gehen. Hat er sich von Martin Foucault abgeschaut. Lieber ein bisschen mehr Zeit lassen beim Schießen. Sie erinnern sich vielleicht, im letzten Jahr war er neben Simon Eder der Schnellschütze im Feld der Biathleten. Und vor allen Dingen auch derjenige, der sich die Waffe mit Schmackes am schnellsten auf die Schulter warf. Das hat er übrigens immer noch drauf, werden wir sicherlich gleich begutachten dürfen. Also vorn Lukas Hofer, der Mann aus Montal, 30 Kilometer hier von Antholz entfernt, geboren in Bruneck, gleich um die Ecke, das ist Patrick Favre, sein Coach. Immer noch kein Wind, jetzt geht der Führende auf die erste Bahn, also Lukas Hofer da hinten. Dann daneben auf der zweiten Bahn Benedikt Doll. Ja, das ist fabelhaft. Tadellose Schießeinlage von Benedikt Doll. Das hat er großartig gemacht. Hat den Hofer hier als Ersten beginnen lassen und dann hat er ihn während des Schießens überholt. Hofer hinterher. Aber jetzt wieder die Lage wie vorhin. Doll vor Hofer, Deutschland vor Italien. Dann Lars-Helge Birkeland, der Vertreter für Svensson, macht das hier ausgezeichnet. Die Russen machen Boden gut. Da ist jetzt Jewgeni Garanichev unterwegs. Also der Rückstand von Zwetkow, der zwischenzeitlich schon mal eine halbe Minute betrug. Jetzt ein bisschen eingedampft für die Russen. Schauen wir mal gleich, wenn Garanichev durch ist. 21,7 Sekunden. Oha. Und Julian Eberhard zeigt wieder mal, warum er der Wackelkandidat ist in der österreichischen Staffel. Er ist so begnadet schnell in der Spur, aber immer wieder braucht er hier seine Nachladepatronen. Alle drei hat er verschossen. Das ist der Schwede Jesper Nelin. Die schwedischen Frauen vorhin sehr, sehr stark noch auf Platz 2, nachdem drei durch waren, am Ende auf Rang 6. Franzosen nur auf Platz 12, 50 Sekunden Rückstand auf diesen Mann hier, auf Benedikt Doll. Rechtstief-Tendenz, aber was soll's. Alle in der gültigen Trefferfläche. 45 mm im Durchmesser. Und das die Reaktion der Zuschauer draußen auf der Huberalm. Dort steht eine große Videowand. Da kann man das Rennen live 1:1 miterleben. Und Erik Lesser jetzt bei Jesse Wellner. Erik Lesser, fängt schon an zu quatschen. Ich frage doch einfach mal den Staffel-Weltmeister, wie weltmeisterlich war Ihr Rennen heute? Ich denke, es war schon nah dran. Ein bisschen was hätte ich noch gerne gefeilt an der letzten Runde. Aber so bin ich jetzt mal sehr zufrieden. Läuferisch konnte ich auch da heute wieder Akzente setzen. Stehend hatte ich auch das Glück, was ich die letzten Tage nicht hatte. Und dann darf ich gerne auch mal mit Vorsprung übergeben. Inwieweit war das geplant, dass Sie so viel wie möglich auch vorne wegpreschen? Ja, eigentlich gar nicht. Ich habe mich am Anfang so im Skitest ziemlich gut gefühlt, das ist überraschend. Dann beim Einlaufen war es eher ein bisschen schlechter und dann wollte ich das ein bisschen mir besser einteilen. Aber in der zweiten Runde hat sich am Anstieg einfach angeboten, an den Zweien vorbeizuspringen und dann mal zu gucken, wer in der Lage ist mitzukommen. Und dann habe ich gemerkt, dass das Loch immer größer wurde. Und auf dem letzten Streckenabschnitt fühle ich mich mal ganz wohl. Und dann habe ich gedacht, das musst du jetzt mitnehmen. Und dann war der Rest, ja, der war dann einfach so gegeben auf der letzten Runde, beißen, Kopf durch. Wenn Sie die Kollegen jetzt sehen, können die das noch verhunzen? Was glauben Sie? Ja, gut, der Lukas Hofer hat natürlich jetzt gezeigt, dass er ein extrem starker auch auf der ersten Runde ist. Aber Benny hat dazu, jetzt laufen sie gerade gemeinsam, Benny ist aber läuferisch auch extrem stark. Gestern wie eine brutal krasse letzte Runde gelaufen. Danach kommt der Arndt, gestern Fünfter. Simon, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, heute wird es schwer, an uns vorbeizukommen. Aber hinten raus wird die Ende fett.
Erik Lesser kommentiert und moderiert das Biathlon-Rennen. Alles in einem. Vielen Dank. Bitteschön. Wie immer knackig, originell pointiert. Erik Lesser. Das hier die Schweizer mit der 12. Das ist deren Zweiter. Das ist Benjamin Weger, der erfolgreichste der vergangenen Jahre. Aber nicht ihr Formstärkster im Moment. Vorn Benedikt Doll, der ganz gern hätte, dass Lukas Hofer wieder die Führung übernimmt. Aber der tut ihm hier nicht den Gefallen. Benedikt Doll in der Vorbereitung auf diesen Winter in Sachen Laufstärke der Zweitbeste hinter Simon Schemp. Hat nochmal ordentlich Kraft- und Stabilitätsübungen gemacht. Zum Beispiel Doppelstocktraining. Das hat richtig angeschlagen. Ich laufe zwar immer noch ein bisschen komisch, sagt er selbst. Ich wackel ja immer noch ein bisschen mit dem Kopf, aber es wird weniger. Ihr werdet sehen. Hat auch immer einen Witz auf den Lippen und weiß auch, nächstes Zitat, ich rede oft zu viel. Manchmal merke ich es selber, manchmal sagen es mir die anderen. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Kontiolahti war er nicht nur für die gute Laune zuständig, sondern auch für den WM-Film, war Kameramann und Regisseur gleichzeitig. Hat diesen WM-Film gedreht, gezeigt schon, 80 Minuten Länge Film. Benedikt Doll, der Mann hier vorne, und hat dafür sage und schreibe 150 bis 170 Stunden lang geschnitten. Die anderen haben es ihm gedankt, denn es sind viele wunderbare Bilder in diesem Film, nicht alle für die Öffentlichkeit bestimmt. Vielleicht kriegen wir mal ein paar Auszüge davon, er hat es sich noch offen gelassen. Also ähnliches Bild wie vor dem Liegenschießen. Marc Kirchner wird es mit Freuden sehen, Doll vor Hofer. Vielleicht lässt Lukas Hofer jetzt Benny Doll als ersten ranlaufen an den Schießstand. Das Stehenschießen immer noch die Wackeldisziplin. Er sagt, das ist mein schwieriger Anschlag. Da muss ich sehr, sehr aufmerksam und konzentriert sein. Meist versuche ich erstmal etwas länger zu stehen als die anderen, so 15, 16 Sekunden, und dann erst den ersten Schuss abzufeuern. Mal schauen, ob er es auch jetzt in der Staffel im direkten Duell mit Hofer so macht. Sehr, sehr lange gewartet bis zum ersten Schuss. Hofer muss jetzt noch eine Scheibe treffen. Benedikt Doll noch zwei. Und jetzt hat er nur noch zwei. Für diese zwei. Der Italiener ist weg. Die Norweger mit Birkeland auch. Die Russen ebenfalls. Jetzt geht's hier rund. Und auch für Benedikt Doll mindestens einmal eine Strafe. Kleiner Dämpfer für die hochfliegenden deutschen Träume und Hoffnungen. Aber noch ist hier nichts verloren. Der Rückstand wird nicht so groß sein, aber vorn haben sie richtig Tempo gemacht. Hofer, Garanischew, Birkeland, die ersten drei jetzt. Dann die Schweizer mit Benny Weger. Österreich schießt schlecht, Julian Eberhardt muss auch in die Strafrunde mindestens einmal. Also Österreich fällt jetzt schon weit, weit zurück. Ja, das Stehenschießen und Benedikt Doll, die sind noch nicht so dicke Freunde. Daran arbeitet er. Kennt seine Schwäche. Heute kam sie wieder mal durch. Und wir schauen auf Lukas Hofer. Der hat das großartig gemacht. Die haben beide fast eine halbe Minute gestanden bis zum ersten Schuss. Dann musste Hofer einmal nachladen. Benedikt Doll am Ende einmal in die Strafrunde. Der nächste, Arn Pfeiffer. Ja, schade drum, so ein bisschen so wie gestern bei Benedikt Doll in der Verfolgung. Da lief es schon überhaupt nicht. Da fiel er von 11 auf 23 zurück. Das der Stand nach dem insgesamt vierten Schießen. Italien in Führung vor Russland. Jetzt nur noch 9 Sekunden zurück und Norwegen. Dann die Schweizer, Deutschland auf 8 mit 44 Sekunden Rückstand. Ja,
Also hier müsste gleich Lukas Hofer als Erster um die Ecke kommen. Genauso ist es auch. Der Mann, der hier richtig Musik macht auf der letzten 2,5-Kilometer-Runde, versucht sich irgendwie Jewgeni Garanichev vom Leib zu halten. Die Russen haben also deutlich Plätze und Sekunden gut gemacht. Dann Benjamin Weger, der Schweizer, der allmählich besser in Schwung kommt in dieser Saison. Und dann Lars-Hörge Birkeland, der Vertreter für Emil Hägle-Svensson. Macht das klasse. Ulana Björndalen war der Erste, dann noch Johannes Tinius Bö. Und als Letzter übrigens für den erkrankten Tarje Bö, Erlend Bjøntegaard für die Norweger. Also das ist dann schon mal eine extreme Schwächung. Dennoch liegen sie hier zwischenzeitlich richtig gut im Rennen. Die Franzosen haben ein bisschen gut gemacht, was die Plätze angeht. Aber nur 8 Sekunden, was den Rückstand nach dem ersten Schießen anbelangt. Quentin Fillon-Maillet. Und hier vorne die ersten beiden, Hofer und Garanichev. Dann die Schweizer, die werden es schwer haben, diese gute Position zu halten. Da folgen noch Finello und Mario Dolder. Jeder, der Rang 2 schaffte in einem Weltcuprennen. Vor 5 Jahren in Pokljuka über 20 Kilometer. Die beste Platzierung eines Schweizers überhaupt, die es jemals gab im Weltcup bei den Männern. Jetzt attackieren wir nochmal! Rang! Finale nochmal jetzt! Ab! Ab! Ja, alles was bleibt nochmal. Volle Pulle jetzt. Danach gibt es eine längere Pause. Dann geht es nach Übersee. Die Deutschen werden Kenmore und Presque Isle aller Voraussicht nach mitnehmen. Und das ist Lukas Hofer. Immer noch mit diesem kleinen Vorsprung und das, was auf der Strecke gilt, dass er ordentlich Musik macht. Das gilt auch für sein Privatleben. Er spielt ausgezeichnet auf der Ziacha, zu Deutsch auf der Ziehharmonika. Ist bei Partys des italienischen Teams meist vorneweg und an eben dieser Ziacha gern auch mal in den Dörfern der Umgebung. Garanichev für die Russen, die großen Vorausfavoriten neben Deutschland. Allerdings trennen Russland und Deutschland momentan etwa 35 oder sogar 40 Sekunden. Eine sehr starke Vorstellung von Lukas Hofer, der hier auf Teufel komm raus als Erster wechseln möchte. Garanichev kommt näher. Nur noch 2 Sekunden. Eben waren es noch 8,8 nach dem Schießen. Das ist der Dritte im Team Italien. Das ist Giuseppe Montello, der Unerfahrenste. Die kleine Schwachstelle, wenn man so will. Oder zumindest das Fragezeichen. Wir warten auf Benedikt Doll, da ist er. Vorbei am Franzosen Quentin Fillon-Maillet. Stark nochmal die läuferische Energieleistung hier auf der letzten Runde. Was soll's, die nächste Woche ist dann auch komplett zum Ausruhen bzw. zum Regenerieren und Trainieren da. Hofer und Garanichev fast gleich auf Italien und Russland bei Halbzeit. Aber jetzt kommt ein ungleiches Duell zwischen eben erwähntem Giuseppe Montello und Dmitri Malischko, einem Staffel-Olympiasieger. Und da hat sich einer verlaufen. Benny Weger, jetzt geht's doch zum Wechsel nicht noch mal rum. Die Wechselzone ist hier. Das ging gerade noch mal gut. Regulärer Wechsel, Schweiz auf 3. Da hat den Lars-Helge Birkeland auf dieser letzten Runde ganz schön abgehängt, der Benjamin Weger. Der ist platt. Lars-Helge Birkeland wechselt jetzt an Johannes Tinius Bö. Dann Deutschland, Benedikt Doll auf 5, 38 Sekunden Rückstand. Beim Schießen waren es 44, also nochmal 6 Sekunden gut gemacht auf die Italiener. Michal Schlesinger führt hier diese Dreiergruppe an für das Team Tschechien. Dahinter die Amerikaner mit Tim Burke. Da gibt es gleich Leif Nordgren. Und dann die Kanadier, die vorhin so gut im Rennen lagen. Da ist jetzt deren Dritter an der Reihe, Max Davis. Und
hier deutlich abgeschlagen. Die Österreicher, Rückstand 1:15 und mächtig Verkehr da. Da hat Simon Eder seine liebe Mühe und Not, da durchzukommen, ohne mit irgendeinem zu kollidieren. Hier nochmal das Verlaufen von Benjamin Weger. Alles in Ordnung, muss dann auf der Strecke zurück, darf nirgendwo abkürzen. Und rüber zum Wechsel, das ist alles in Ordnung. Und das sind die Abstände. Also sieht gar nicht mehr so schlimm aus. 38 Sekunden, Rang 5 für Deutschland, alles offen. Das Bild an der Spitze wie gehabt. Dmitri Malischko lässt es erst einmal ruhig angehen. Einer der Schützlinge von Rico Groß, der aus dem Vollen schöpfen kann. Im IBU Cup, der sogenannten zweiten Liga der Biathleten. Im Moment jede Menge hoffnungsvoller Nachwuchsathleten aus Russland dabei. 6 verschiedene russische Sieger hat es da schon gegeben. Also Rico Groß hat die Qual der Wahl, hat gestern hier und vorgestern Babikov eingesetzt, der gestern auf Rang 7 nach vorn gesetzt gelaufen ist. Ein völlig unbekannter Mann. Also da scheint richtig gut gearbeitet worden zu sein im vergangenen Herbst. Anpfeifer muss jetzt aufpassen, dass er auf der ersten Runde nicht überzieht. Montello dahinter, Malischko, Staffel-Olympiasieger in Sochi 2014. Hier in Antholz übrigens nicht eingesetzt bislang. Ist nicht ganz klar, ob er vielleicht nicht unbedingt der Höhenspezialist ist. Vielleicht auch deshalb lässt das relativ vorsichtig angehen. Malischko bleibt erstmal hinter dem Italiener. Und Arne Pfeiffer hier vor dem Franzosen Simon Dicci. 7 Sekunden, gut gemacht. Unter 30 jetzt schon. Sehr schön. Das Tempo wird auch weiter so. Komm ab! Also keine halbe Minute mehr der Rückstand von Arne Pfeiffer auf die beiden vorn, die ein bisschen bummeln. Denn der Italiener ist nicht der schnellste einer und Malischko wollte noch nicht vorbei. Jetzt ist er vorbei, der Russe. Russland mit großen Zielen für die bevorstehenden Weltmeisterschaften in Oslo. Im letzten Jahr waren sie die undankbaren Vierten bei der Weltmeisterschaft in Kontiolahti, als Deutschland Gold holte. Auch da war Malischko mit dabei. In diesem Jahr soll es Gold geben in Oslo. Malischko stammt aus St. Petersburg, bestens befreundet mit Schlussläufer Schipulin. Das ist der deutsche Startläufer, bekommt hier die Gratulation vom deutschen Mannschaftsarzt Dr. Klaus Mann. Vielleicht haben Sie den Stadionsprecher verstanden, der eingebürgerte Franzose Jeremy Finello, der jetzt für die Schweiz unterwegs ist. Genauso ist es, aber vorn Russland und Italien. Bormolini, der hier schon mal in italienischen Staffeln unterwegs war, wurde in den IBU Cup geschickt. Die Chance für Giuseppe Montello, sich vor großem eigenem Publikum zu präsentieren. Bin gespannt, ob die Nerven da gleich mitspielen. Vierter Platz für Norwegen, Johannes Tinnisbø, ihr Schnellster, heute mit dabei. Attacke hier von Dithieu, rechts im Bild, gegen Arne Pfeiffer allerdings. Ungleiches Duell, Arne Pfeiffer gestern richtig gut, von 9 auf 5 nach vorn gelaufen in der Verfolgung. Der Franzose dagegen, Simon Dithieu, ist nicht angetreten, war im Sprint sehr schwach, nur 51. und hatte dann die Verfolgung einfach mal ausgelassen, um sich für heute zu schonen. Immer noch die Männer von Rico Groß in Führung, Malischko jetzt auf der ersten Bahn, dann Montello. Dann Finello für die Schweiz, dann Johannes Tinnisbø für Norwegen. Nähern sich jetzt im Hintergrund. Montello, der Wackelkandidat werden würde, das war klar. Aber dass Malischko hier auch derartig Probleme hat für die favorisierte russische Staffel,
Er muss jetzt dreimal nachladen und alles treffen. Die Italiener müssen jetzt schon in die Strafe. Und schau mal einer an. Jeremy Finello ist durch und auch Johannes Tiniusbö. Wieder neue Reihenfolge jetzt und die Franzosen mit Dithieu. Pfeiffer muss nachladen, genauso wie der Franzose neben ihm. Ja, jetzt hat er's. Und erst jetzt Maliszko durch. Die Italiener fallen aussichtslos zurück. Das ist jetzt schon klar. Mindestens mal drei Strafrunden, vielleicht drohen da sogar vier. Also der absolute Neuling hier, Giuseppe Montello, kann einem richtig leid tun. Vier Strafrunden, das Aus aller Träume für Italien. Und vorn alles durcheinander geschüttelt. Die Schweiz führt vor Russland und Deutschland mit Arne Pfeiffer ganz knapp vor Frankreich Simon Dithieu. Dann die Österreicher, die urplötzlich wieder da sind. Auf 5 jetzt, nur noch 30 Sekunden zurück. Eben war es noch das Doppelte. Wechsel Österreich übrigens 1 Minute und 15 zurück. Jetzt Simon Eder nur noch 30 Sekunden. So schnell kann es gehen. 45 Sekunden gut gemacht. Natürlich, weil die ersten geschwächelt haben, sowohl die Russen als auch die Italiener. Aber Staffelrennen sind wirklich immer wieder was ganz Besonderes. Tja, der Montello, das war der schlimmste anzunehmende Fall. Patrick Favre mag nicht mehr hinschauen. Der Druck, die Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden, alles dahin. Solche Tage gibt's, siehe Johannes Kühn und Ruppertl. Der Stand der Dinge nach dem 5. Schießen. Norwegen vor Schweiz, Russland und Deutschland. Rückstand der Deutschen 21 Sekunden und Benedikt Doll steht jetzt bei Jessica. Tja, wenn dieses Stehenschießen nicht wäre, ne? Benedikt Doll, wie gut würde Ihnen das gefallen? Ja. Ich möchte es trotzdem nicht weg haben, sage ich. Das macht, denke ich mal, den Reiz aus. Da habe ich immer was, an dem ich dich weiter verbessern kann. Aber heute war es wirklich richtig hart. Und ja, ich habe es gestern schon im Verfolger gemerkt von meiner Aufmerksamkeit. Ich muss mich so zusammenreißen heute. Ja, man merkt, es ist einfach auch mit der Wettkampfbelastung, mit den drei Wochenenden hängt es ein bisschen zusammen, dass einfach heute so die Konzentration nicht mehr da war. Okay, dann stellen wir keinen Antrag auf Abschaffung des Stehenschießens. Wie sehr freuen Sie sich jetzt einfach auf ein paar Tage Pause und wie verbringen Sie die? Ja, also die sind jetzt richtig wertvoll. Ich werde jetzt erstmal heimfahren in Schwarzwald und da schön die schönen Schneebedingungen genießen und mal eine schöne gemütliche Skatingrunde oder Klassischrunde drehen und nicht nur hier im Kreis laufen. Das wird mal wieder was anderes. Eine gute Heimreise und viel Erfolg noch den Kollegen. Ne? Ciao. Ja, und ganz dickes Kompliment dem Mann mit der Nummer 12 davon, Jeremy Finello. Aber auch Arne Pfeiffer macht das großartig. Jetzt schon vorbei an Maliszko auf 2. Arne Pfeiffer mutiert allmählich zum Höhenspezialisten. Hat das hier groß gemacht. 9. im Sprint, 5. in der Verfolgung und jetzt 2. in der Staffel. Das hier ist Simon Dithieu. Mit einer sehr durchwachsenen Saison. Einmal 6. das war es aber auch schon. Der sucht so ein bisschen nach der Form von vor 2 Jahren, als er als der große Shootingstar im Team Frankreich galt. Also dickes Kompliment dem Mann ganz vorn. Das hier ist Johannes Tiniusbø für die Norweger. Der macht eine starke Runde. Läuferisch einer der schnellsten. Gestern gemeinsam mit Simon Schemp auf dem Siegertreppchen. Er war der 2. in der Verfolgung. Johannes Tiniusbø war 3. Simon Schemp bestens befreundet mit dem älteren Bruder, mit Tarje Bö, der allerdings heute nicht mit ihm gemeinsam auf der Schlussrunde wie geplant, sondern wegen einer Erkältung am Rande der Strecke. Und vorn der Schweizer, der in ein paar Tagen 24 wird, das ist eine klasse Leistung von Jeremy Finello aus Vernier, dem gebürtigen Franzosen.
Pfeiffer jetzt wieder hinter Malischko zurückgefallen. Bühl mittlerweile 18 Sekunden vor Finello. Gestern wieder Wirbelwind. Da hinten links sehen wir ihn, Johannes Tinjesbø, der gestern übrigens zum ersten Mal in seiner ganzen Karriere auf dem Siegertreppchen stand und nicht gewonnen hatte. Er hat mittlerweile eine ganz respektable Anzahl von Siegen auf seinem Konto. 9 nämlich. Und gestern zum ersten Mal Dritter. Ulana Björndalen heute auf der Startposition, hat sich eingemummelt. Es ist frisch im Schatten und dann auch super, super schön hier im Antholzer Tal. Da ist Johannes Tinjesbø. Sprintsieger von Ruppolding, gestern Dritter der Verfolgung. In sensationeller Form. Der Mann, der immer reinkriecht in seinen Diopter. Das ist unfassbar, nahezu außerirdisch. So schnell kann kein Mensch schießen, nur die Norweger. Nur Johannes Tinjesbø. Das ist das, wofür sie ihn lieben, aber manchmal auch ein bisschen verdammen, wenn er zu schnell schießt, übers Ziel hinausschießt. Jetzt die anderen, Malischko und Anpfeifer. Auch der Russe durch, fehlerfrei jetzt. Anpfeifer zieht nach, ist dran an Malischko und eigentlich der Stärkere in der Spur. 2,5 Kilometer bis zum letzten Wechsel, die Schweizer. Jetzt geht es ihm ähnlich wie dem unerfahrenen Italiener eben. Jetzt muss er Lehrgeld zahlen, Jeremy Finello. Wenn es gut geht, keine Strafrunde für den Schweizer. Es geht gut. Die Franzosen dahinter mit Simon Dithieu. Auch er darf los. Die Amerikaner sind unterwegs, die Kanadier. Tschechien. Stand der Dinge vor Norwegen, Vorsprung gehalten, aber nicht vergrößert, weil Malischko genauso schnell war. 18,6 Sekunden zurück die Russen, dann Anpfeifer 24,7. Simon Eder wieder ein bisschen weiter zurückgefallen. Aus den 30, die er hatte, sind jetzt 42 geworden. Der 13, das ist der Tscheche Jaroslav Sokup, kurz vor dem Start von seinem Einsatz erfahren. Andrej Moravec krank geworden, dafür Sokup rein. Das ist Dimitri Malischko. Klasse Schießeinlage. Das ist ein Pfeifer. Der vor der Saison seine Visierlinie ein bisschen erhöht hat, Metallteile unter den Diopter und unter den Korntunnel gebaut hat. Damit ich eine etwas entspanntere Kopfhaltung habe, hat er uns erzählt. Und das hat hier richtig gut hingehauen beim Schießen, ist jetzt Malischko auf den Fersen. Johannes Tinjesbø ist weg, das ist klar, der war im Sprint der Schnellste, der war gestern unfassbar schnell. Der hat schon die richtige, die WM-Form zur Hand, hoffentlich kann er sie halten. Bis hin nach Oslo. Das ist Simon Schemp, der Schlussläufer. Vielleicht gibt es gleich wieder eines der legendären Duelle mit Anton Schipulin. Im Moment kleiner Vorsprung für Russland gegenüber Deutschland, aber Anpfeifer hat noch ein bisschen Platz, um ranzukommen. Nach dem Schießen waren es 6 Sekunden, die Anpfeifer Rückstand hatte auf Malischko. Da ist jetzt eine dazugekommen, also alles noch möglich. Gestern befragt, was er denn in den nächsten Wochen machen würde, weil die Norweger ja Kenmore in Kanada auslassen, den nächsten Weltcup, hat er gesagt, jetzt fahre ich erstmal nach Hause zu meiner Freundin und dann alles getreu dem Motto, take it easy. Malischko für die Russen auf Platz 2, Rückstand, gute 20 Sekunden auf Norwegen, aber da läuft Bjørntegård und für Russland und Deutschland kommen Schipulin und Schemp die Stärksten. Pfeiffer mit einer starken Saisonauftaktleistung, mit 2 zweiten Plätzen in Östersund und mit einer Form, die gehalten hat. Einmal musste er krankheitsbedingt auslassen. Hier in Antholz in der Höhe fühlt er sich pudelwohl. Gestern hat er schon mal drüber nachgedacht, ob er diesen Ort jetzt zu seinem Lieblings-Weltcup-Ort
wählen soll. Simon Eder hier immer stark in der Höhe. Zweimal Sechster hier in Sprint und Verfolgung. Schaut nach hinten, also nach vorn geht nicht viel momentan. Die Österreicher auf Platz 4. Nicht weit dahinter die Vereinigten Staaten und die Schweiz. Also sehr gute, überraschende Resultate, vor allen Dingen für die Schweizer. Der Sprintweltmeister des letzten Jahres, Kontiolahti, Johannes Tiniesbö, zeigt es wieder einmal, wie stark er in der Spur ist, hier die nächsten beiden überrundete Läufer. Auf der letzten Schussfahrt vor dem letzten Wechsel. Maliszko erst einmal unter den besten sechs in diesem Winter, also da muss noch ein bisschen was kommen. Und Arndt Peiffer. Jetzt sehr aufrecht in dieser letzten Abfahrt. Da geht Sicherheit vor Aufholen. Er weiß, das sind nur 6-7 Sekunden. Das ist möglich für Simon Schempp, sein Fanclub. Überall auf der Strecke verteilt heute, weitestgehend hier auf der Huberalm. Kommen alle aus der Nähe von Uhingen. Uhingen, ein kleines Örtchen, 30 Kilometer von Stuttgart entfernt. Und das ist Arndt Peiffer, der Mann, der aus dem Harz kommt und in Oberhof in Thüringen trainiert. Einmal mehr hier überzeugende Leistung von Johannes Tiniesbö, Sprintachter von Antholz, Verfolgungsdritter und jetzt hier als Erster in der Staffel unterwegs, schickt seinen Schlussläufer, den Ersatzmann für seinen Bruder Tarje, Erlend Bjørntegard in die Spur. Und da bin ich gespannt, wie der mit diesem Druck, mit dieser neuen Rolle als Schlussläufer umgeht. Tja, er weiß nicht ganz genau wohin. Kommt noch nicht zum Wechsel. Der Mann mit der 25, das ist Großbritannien. Der muss hier erstmal noch eine Runde drehen. Die nächsten, die wechseln, sind Russland rechts und Deutschland links. Anton Schipulin und Simon Schempp. Maliszko kommt. Oh ja, Rückstand noch gewachsen auf die Norweger. Das sind jetzt 29 Sekunden. Aber Arndt Peiffer ist zum Schluss noch mal ein bisschen rangekommen an Maliszko. Nur noch 4 Sekunden nach dem Schießen waren es 6. Österreichs Schlussläufer wartet. Das ist Dominik Landertinger. Simon Eder hat das stark gemacht. Da sind wieder ein paar Sekunden drauf gekommen. Wir erinnern uns, 1:15 beim letzten Wechsel. Zwischendurch mal nur noch 30 Sekunden. Jetzt wieder 51. Jean-Guillaume Beatrix ist an der Reihe als letzter für Frankreich. Und das sind die Amerikaner auf Rang 6. Noch eine starke Vorstellung von Arndt Peiffer. Wirklich bewundernswert, wie der Mann hier in der Höhe zurechtkommt. Fast genauso gut wie Simon Schempp, der absolute Höhenspezi für Deutschland jetzt unterwegs. Wechsel für die Tschechen. Soukup auf Michal Krčmar, den neuen aufgehenden Stern im Team der tschechischen Männer. Die Slowenen, wir erinnern uns, Jakob Fack noch Zweiter beim ersten Wechsel. Jetzt Slowenien deutlich zurückgefallen. Tja, großes Fragezeichen hinter dem 25-jährigen Erlend Bjørntegard aus Lillehammer, der erst 5-mal eingesetzt wurde im laufenden Weltcup-Winter. Und von diesem heutigen Einsatz wirklich erst sehr, sehr spät erfahren hat. Tarje Bö war der Letzte, der gestrichen wurde. Bin ich mal gespannt. Bestes Ergebnis im laufenden Winter. 9. Rang in Ruhpolding über 20 Kilometer. Da die Nächsten und Schipulin und Simon Schempp jetzt schon eng beieinander. Gestern Erster und Zweiter in der Verfolgung. Also das sind zwei der absoluten Höhenflieger hier, die sich wohlfühlen in 1600 Metern. Erlend Bjørntegard war hier in Antholz im Sprint eingesetzt. Nur 67. schaffte also gar nicht den Cut, war in der Verfolgung dementsprechend nicht dabei. Einer, der die Höhe nicht unbedingt in sein Herz geschlossen hat. Ganz im Unterschied zu diesen beiden hier. Schipulin gestern mit seinem 7. Weltcup-Sieg. 4 davon hier in Antholz. Und Simon Schempp, der schaffte hier vor 2 Jahren überhaupt seine ersten Siege.
Komm, auf geht's! Auf geht's jetzt! Hopp, hopp! Er schaffte hier vor 2 Jahren 2 Erfolge, Sprint und Verfolgung. Im letzten Jahr 2 Erfolge, Sprint und Verfolgung. In diesem Jahr einmal Erster, einmal Zweiter. Also viel mehr geht nicht für Simon Schenk in der Höhe von Antwerps. Ich weiß das aber nicht, aber ich bin drüben, wenn jemand ganz zufrieden ist. Dominik Landertinger, der Mann aus Hochfilzen, freut sich jetzt schon auf die nächsten Weltmeisterschaften, auf die dann in seiner Heimat 2017. Aber davor steht noch die in Oslo. Hier kommt Jean-Guillaume Beatrix, der gestern übrigens ausstieg mit leichten Rückenproblemen aus der Verfolgung. Alles im Sinne des heutigen Staffelrennens. Dann die Amerikaner mit ihrem jüngsten, mit ihrem großen Talent, Sean Doherty. Und der Mann mit Liz, Handy, ein Foto, wie ihr die Hände raufgebt. 3, 2. Man möchte Mäuschen sein im Hinterkopf von Erlend Bjøntegaard. Was in dem jetzt alles vorgeht, wie schnell laufe ich auf diese ersten Runde? Wie viele Körner spare ich mir für ein sicheres Schießen? Wie stark sind die anderen? Er weiß natürlich, Schipulin und Champ hinter ihm, das sind 2 der allerschnellsten in der Spur und 2, die hier oben in der Höhe noch mal besser zurechtkommen. Da rechts unten kommen sie und noch einmal dieses wirklich fabelhafte Bild hier aus der Luft. Der Blick auf die Huberalm. Anton Schipulin vorn, der gestern auf der Pressekonferenz lieben Dank gesagt hat an Simon Schemp, der ihm beim letzten Schießen die Chance gegeben hat zu gewinnen, indem er dann auch noch einen Schuss daneben gesetzt hat, den allerletzten, den 20. Dadurch konnte Schipulin seinen ersten Sieg in diesem Winter einfahren. Simon Schemp hat deren 4. Also das, was am Anfang galt, das gilt auch jetzt noch. Die Bedingungen für einen Biathlon-Wettbewerb nahezu perfekt. Das ist Joachim Le. Das ist rechts Ulainer Björndalen. Und alle schauen sie jetzt gebannt auf den neuen Schlussläufer, auf Erlend Bjøntegaard, den unerfahrensten im norwegischen Team. Vor dem ersten Schuss sogar noch ein bisschen überlegt, ob er am Diopter drehen soll oder nicht. Hat es dann gelassen und muss jetzt noch mal nachladen. Schipulin und Schemp sind da, die beiden Meisterschützen. Ja, einzigartig, ganz, ganz großartig. Simon Schemp, wie immer aus der Mitte nach links beim Liegenschießen. Im Stehendanschlag macht er es wie gehabt, wie in den letzten Jahren auch. Da schießt er von rechts nach links. Unser Champion Simon Schemp ist jetzt Zweiter. Nur noch 7 Sekunden zurück hinter Norwegen, hinter Erlend Bjøntegaard. Schipulin 15 Sekunden hinter dem führenden Mann. Von Landertinger jetzt durch, mit einem Nachlader ausgekommen. Dahinter Jean-Guillaume Beatrix, der in diesem Jahr seinen ersten Weltcupsieg überhaupt feierte. Massenstarterfolg im slowenischen Pokljuka. Jetzt unterwegs. Dann Sean Doherty vorn, der Amerikaner, der 20-Jährige. Gemeinsam mit dem Schweizer unterwegs, der Schweizer Schlussläufer. Das ist Mario Dolda. Bis hierher wirklich hervorragendes Resultat der Schweizer, die vom deutschen Jörn Wollschläger trainiert werden. Links übrigens war erst der letzte Wechsel der Letten im Bild. Währenddessen die anderen schon das erste Schießen der letzten Runde hinter sich haben. Das war der letzte Treffer für Erlend Bjøntegaard. Aufatmen bei Ulainer Björndalen. Dann die Serie von Simon Schemp. Cool. Abgeklärt, wirklich unglaublich sicher. Seine Waffe übrigens 3,8 Kilogramm schwer. Aus Holz mit Carbon überzogen.
Omar Kirchner weiß, was es bedeutet, nur noch 7 Sekunden zurück zu sein. Arne Pfeiffer hat daran mitgewerkelt und steht jetzt bei Jessica. Ja, Arne Pfeiffer hatte sich so schön rangekämpft, auf der letzten Runde dann doch noch ein paar Sekunden liegen lassen. Wie erging es Ihnen da auf der letzten Runde? Hart war's. Also ich habe alles gegeben. Ich weiß jetzt nicht, mit wie viel Rückstand ich raus bin. Genau. Aber ich kam auf jeden Fall, auf keinen Fall näher. 24 war's. Ach so, ja, okay. Ich habe jetzt nur zum Russen geschaut, weil auf Johannes war mir schon klar, dass ich da nichts aufholen kann, denn der hat die letzten beiden Tage die Laufzeiten dominiert. Aber ansonsten denke ich, kann ich ganz zufrieden sein. Gerade stehen hat es wieder gut geklappt und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Ich möchte auch nicht unbedingt in der Haut von Alan Bjørntegaard stecken im Moment. Der hat richtig Stress gerade, glaube ich. Und ich bin gespannt, was jetzt bei rauskommt. Antholz, wunderschöner Ort. Auch schön für Arne Pfeiffer diese Tage, oder? Ja, für mich auch. Ich bin mit dem Wochenende sehr zufrieden. Guten Sprint und Verfolgung gehabt. Jetzt die Staffel hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Wenn jetzt noch im Podest steht am Ende, war es ein rundum gelungenes Wochenende für mich. Und jetzt schauen wir noch, was Simon Schemp draus macht. Vielen Dank. Danke. Jetzt genau einteilen. Schaust du es mal ohne. Und da bin ich hundertprozentig sicher, dass die Deutschen am Ende auf dem Podest stehen. Und so wie ich Simon Schemp kenne, hat er allerbeste Aussichten, heute Deutschland nach ganz vorn, nach ganz oben zu bringen. Kleiner Rückstand für Schipulin, der gestern in der Verfolgung ein bisschen stärker war an der Spur als Simon Schemp. Aber der muss diese Lücke hier erst einmal wieder schließen und dann das Stehen schießen. Und da ist Simon Schemp eigentlich genau wie im Liegendanschlag eine Bank. Gestern dieser klitzekleine Aussetzer beim allerletzten Schuss. Und ich glaube, nicht nur Arne Pfeiffer möchte nicht in der Haut von Alan Bjørntegaard stecken. Der weiß, er hat einen 5-maligen Sieger von Antholz aus den letzten 3 Jahren hinter sich. Also viel mehr Angst kann man einem vor sich Laufenden wahrscheinlich nicht machen. Da sind sie wieder. Die Fans von Simon Schemp, und davon gibt es wirklich zigtausende momentan in Deutschland. Der Mann ist ein absoluter Überflieger mit einer fantastischen Quote. Hat erst 10 Rennen bestritten. Durch Krankheitsfälle musste er immer wieder aussetzen. Von diesen 10 Rennen hat er 4 gewonnen und war 3-mal Zweiter. Ein bisschen besser die Bilanz nur bei Martin Foucault, der 5 Siege auf seinem Konto hat und heute planmäßig diese Staffel ausgelassen hat. Bjørntegaard schaut zurück. Den einen hört er hinter sich, den anderen hat er gerade gesehen. Schipulin ist auch nicht mehr weit weg. Also der Mann aus Lillehammer vorn zwar schon 25 Jahre alt, aber in den letzten Jahren kaum eingesetzt. Fast klar angesichts der übermächtigen Konkurrenz der Bö-Brüder Emil Hetle-Svensson, Ole Einar Bjørndalen. Da kam er kaum mal zum Zuge. Die nächsten waren dann Christiansen oder Birkeland oder Labylund. Da gibt es einige in Norwegen. Und Schipulin schiebt sich allmählich näher heran an die ersten beiden. 14,9 Sekunden waren es nach dem Schießen. Eben haben sie es gesehen, nur noch 4,9. Und hier Marc Kirchner und Siegfried Mazet, die beiden können nichts mehr machen. Die Franzosen im Moment auf Platz 5. Vorne Simon Schemp, hinter Alan Bjørntegaard und dann Schipulin, betreut von Rico Groß. Gleich gibt es zum letzten Mal hier in Antholz das große Kribbeln, das Duell Bjørntegaard gegen Schemp und da wird sich gleich Schipulin noch anhängen. Die letzte Fünfer-Serie. Stehen, schießen, 50 Meter Scheibenentfernung. Jetzt die Nähmaschine vermeiden, möglichst den anderen unter Zugzwang bringen. Eine unfassbare Serie von Simon Schemp, aber genauso schnell, genauso gut Anton Schipulin. Und da sind sie wieder beide unter sich. Die großen Matadoren, die großen Duellanten, die Könige der Schlussrunde, Schipulin und Schemp. Jetzt wird es eine fantastische Schlussrunde von 2,5 Kilometern. Und Bjørntegaard, der muss hier federn lassen. War irgendwie klar, aber zieht sich hier gut aus der Affäre der Norweger. Sichert Rang 3 im Moment vor Dominik Landertinger. Dann Sean Doherty für die US-Amerikaner.
Und Jean-Guillaume Beatrix für Frankreich. Allesamt noch mit Chancen auf Rang 4. Ich glaube, der dritte ist auch weg. Landertinger ist durch, aber der Rückstand auf Bjørntegaard ist groß. Die Schweizer mit Fehler, die Amerikaner auch. Und auch der so sichere Schütze Jean-Guillaume Beatrix muss nachladen. Jetzt hat er noch zwei Nachladepatronen für eine Scheibe von Sean Doherty, der 20-jährige Amerikaner. Nächster Fehler bei Beatrix und auch bei den USA und auch bei den Schweizern. Und jetzt lauert die Strafrunde. Doherty muss rein, Beatrix ist durch. Und Mario Dolder jetzt mit seinem schwächsten Schießen am heutigen Tag. Strafrunden für die Schweiz und die schöne Ausgangsposition ist futsch. Was könnte man sich Schöneres wünschen als dieses Finale Furioso, was langsam beginnt, wie wir hier sehen, aber sich gleich grandios steigern wird, da bin ich sicher. Jetzt kommen die Spielchen, die Anton Schipulin so liebt. Hat er gestern auf der Pressekonferenz noch mal gesagt. Verfolgung, Massenstart, Staffeln, da wo es Mann gegen Mann geht, da wo man die Spiele spielen kann. Da bin ich zu Hause. Aber Simon Schemp beherrscht die Klaviatur dieser Spiele genauso gut, vielleicht sogar mittlerweile schon ein bisschen besser. Nimmt man mal nur diesen Winter und seine Anzahl von Siegen, dann ist er leicht im Vorteil. Auf einen Schlussspurt wird er sich nicht einlassen dürfen, denn da ist Schipulin wirklich unglaublich stark. Für beide übrigens jetzt das große neue Ziel, Weltmeisterschaft Oslo ausgegeben. Beide hatten vorher ein bisschen mit dem Weltcup-Gesamtsieg geliebäugelt. Schipulin hängt weit zurück. Simon Schemp durch die Krankheit natürlich auch im großen Rückstand auf Martin Foucault. Und das hier der drittplatzierte Alan Bjørntegaard, der sich wirklich gut hält und tapfer als Schlussläufer 12 Sekunden hinter diesen beiden her. Schipulin hat gestern erzählt, WM-Gold hat er noch nicht. 5 Medaillen schon bei Weltmeisterschaften gewonnen, aber eine goldene fehlt ihm noch. Und auch Simon Schemp hat gestern bei der Pressekonferenz gesagt, die Zeit ist reif. Im letzten Jahr war ich schon dran in Kontiolahti. Simon, in Oslo der Bjørntegaard geht unten jetzt rein. Zu viel Geplänkel ist jetzt nicht mehr angesagt. Das sage ich dir gleich. Es sind noch 10 Sekunden, der springt da ran. Komm jetzt! Aufgenommen, Horas. Also, die Info, nur nach vorn orientieren. Rico Groß weiß, was er da für einen schnellen Mann auf der letzten Runde hat, für einen Meister des Endkampfes. Tigert hier aufgeregt hin und her. Auch interessant, wie sich die Trainer verhalten. Marc Kirchner meist komplett in sich gekehrt, introvertiert. Tja, die Frage ist, drückt er mehr den Deutschen oder mehr den Russen die Daumen? Der Rico Groß. Von Schipulin, das ist der Mann, den er jetzt betreut, obwohl der in der Vorbereitung mit einem eigenen Trainerstab unterwegs ist. Den sieht er nur in den Trainingslagern oder bei den Weltcups. Dahinter Simon Schemp. Und Marc Kirchner hält Ausschau, egal wie es ausgeht. Das ist wieder eine richtig gute deutsche Staffel gewesen am heutigen Tag mit einem fabelhaften Startläufer Erik Lesser. Kleines Schwächeln von Benedikt Doll. Arne Pfeiffer hat Großes geleistet. Und Simon Schemp hat dafür gesorgt, dass er jetzt mit Anton Schipulin um den Sieg kämpft. Jetzt die Spielchen. Ich glaube, sie sind beide stark genug, um sich von Bjørntegaard nicht mehr dazwischen funken zu lassen. Er hat natürlich theoretisch die Gelegenheit, ein bisschen dichter heranzukommen, aber 12 Sekunden ist eine Menge. Letzte lange Schussfahrt. Gleich kommt der vorletzte kleine Anstieg. Diese kleine Brücke hier an der Huberalm. Noch einmal wird es laut für Simon Schemp, denn hier stehen seine Fans aus Uhingen. Schipulin immer noch vorn. Simon Schemp hängt dran. Vor 2 Jahren hat man ihm noch mangelnde taktische Cleverness vorgeworfen. Da hat er sich das eine oder andere Mal von Schipulin austricksen lassen. Die Zeiten sind vorbei. Letzte kleine Abfahrt und dann der wirklich letzte Anstieg. Jetzt muss er Platz machen da vorne, der Japaner. Denn gleich geht's um die Wurst, gleich geht's um den letzten Sieg hier in Antholz. Links Schipulin, rechts Schemp. Oh,
hoffentlich läuft der Japaner hier nicht den anderen noch in den Weg. Schemp immer noch hinter Schipulin, jetzt ist es nicht mehr weit, noch zwei Rechtskurven, da ist Rico Groß, wo ist Marc Kirchner, der steht am Schießstand, Schipulin immer noch vorn, Schemp immer noch im Windschatten, jetzt muss er ein, zwei Schritte auslassen, schafft er das noch, kann er nochmal Schwung aufnehmen, Schipulin scheint der Stärker zu sein, Schemp versucht alles, versucht sich irgendwie ranzusaugen, Russland gewinnt, klasse Duell auf der letzten Runde, Simon Schemp ist Zweiter, hinter den siegreichen Russen, klasse Vorstellung, einmal mehr von den beiden ganz Großen, Jan Antholz, Anton Schipulin und Simon Schemp. Norwegen wird Dritter. Erlend Bjørntegaard hat das wirklich gut gemacht. Zwei, die er nicht halten konnte, die konnte er auch nicht halten. Und die anderen hat er in Schach gehalten. Norwegen auf Rang 3. Ja, nächster Erfolg nach dem gestrigen von Anton Schipulin in der Verfolgung, nach dem zweiten Platz von Zvětkov. Im Sprint die Russen in gnadenloser Form. Und hier sind sie alle unter sich, die Gratulanten. Nächstes Team, die Österreicher, auf Rang 4. Mehr war am Ende nicht drin für Dominik Landertinger. Konnte nicht mehr näher rankommen an die Norweger. Das Treppchen, immer das erklärte Ziel für die Österreicher. Dann eben vielleicht in Oslo. Heute Platz 4 hinter drei der Favoritenstaffeln. Die alten Weggefährten unter sich, beide in zahlreichen Staffeln miteinander unterwegs gewesen, gemeinsam Olympiasieger gewesen, Rico Groß links und Marc Kirchner. Kleines Fachsimpeln unter Experten und auf Rang 5 die Franzosen Jean-Guillaume Beatrix. Am Ende hat er das bessere Ende für sich hier auf der letzten Runde. Nach dem letzten Schießen waren sie Fünfte. Vorsprung auf die Amerikaner groß genug. Beatrix rettet hier Platz 5. Vor dem sehr starken Sean Doherty, der nochmal eine richtig kecke letzte Runde hingelegt hat. Hatte einen riesen Rückstand nach dem letzten Schießen. Und noch einmal unser Deutschland-Clip. Die Staffel im Schnelldurchgang. Staffel-Weltmeister Erik Lesser, fabelhaft und fehlerfrei geschossen, schickt Benedikt Doll auf die Spur im Duell mit Lukas Hofer. Wechselten sich immer wieder ab in der Führung, Liegenschießen, alles in Ordnung bei Benedikt Doll. Aber dann der von ihm immer noch ungeliebte Stehendanschlag, muss in die Runde an Pfeiffer mit Rückstand auf der dritten Schleife. Starke Vorstellungen, ein ums andere Mal hier in der Höhe. Fünfter gestern in der Verfolgung, läuft nach vorn, schickt Simon Schemp auf die letzte Spur. Und er macht das großartig. Erlend Bjørntegaard haben sie recht schnell beide überholt. Schipulin und Simon Schemp in dieser Reihenfolge dann auch im Ziel. Er hat alles gegeben, Simon Schemp. Einmal Erster hier in der Höhe von Antholz, zweimal Zweiter. Heute mit der deutschen Staffel. Das ist der Schlussstand der Furiose. Russland, Deutschland, Norwegen. Dann die Österreicher und die Franzosen. Ein nahezu malerischer Abschluss aus deutscher Sicht. Klasse, das soll es erstmal von hier gewesen sein.